Christian Dobritsch, SPÖ. Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich darf eingangs eine Gruppe des Pensionistenverbandes aus Enzensfeld, Linda Brunn, begrüßen, im Namen meines Kollegen Andreas Kollos. Nun, zu diesem Thema. Heute liegt ein Bericht vor und dieser Bericht ist eigentlich eine Beurteilung des Regierungsprogrammes zum Thema Konsumentenschutz, Herr Bundesminister. Und da habe ich zwei Punkte zu bemängeln. Das heißt, das eine ist, 4 Jahre hat man gebraucht, um eine Evaluierung des VKI durchzuführen. 4 Jahre lang. Und dann wurde festgestellt, im letzten Satz, die Förderungswürdigkeit des VKI wird nicht in Frage gestellt. Punkt. Das bedeutet, 4 Jahre lang hat man gebraucht, um das festzustellen. Ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat. Ich möchte auch nicht wissen, was in weiterer Folge da in diesem Bericht auch noch herauskommt, aber nur der Bericht sagt nicht viel aus. Der zweite Punkt, der mir auffällt, im Regierungsprogramm der beiden Regierungsparteien steht eindeutig drinnen, dauerhafte Finanzierung des Vereins für Konsumenteninformation. Wir haben jetzt eine 3-jährige Finanzierung von 2023 bis 2026. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass der Verein für Konsumenteninformation über seinen Geschäftsführer ein Strukturprogramm über 5 Jahre hat, was machen wir die letzten 2 Jahre? Wenn ich mir anschaue, dass der Verein für Konsumenteninformation die wichtigste Trägerorganisation im europäischen Verbraucherzentrum ist, die geht bis 2028, diese Akkreditierung, was machen wir da? Das heißt, das ist eine halbe Lösung und das spricht dafür, dass diese Regierung nicht weiß, wie sie den VKI absichern soll und nicht weiß, wie sie Konsumentenschutz leben soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke auch, dass hier ein Problem klar wird. Die ÖVP könnte zwar Konsumentenschutz machen, will es aber nicht. Sie will andere befriedigen, andere Gruppen, Konzerne und so weiter. Die Grünen wollen zwar, aber sie können nicht. Und der Bundesminister sitzt mit gebundenen Händen, will zwar, kennt die Probleme von unseren Anträgen, die vorher skizziert worden sind, kann er sich aber im eigenen Rahmen, in der eigenen Partei vielleicht auch oder vor allem auch in der Partei der Koalitionspartei nicht durchsetzen. Herr Bundesminister, das ist nicht der Konsumentenschutz, den wir uns vorstellen. Wir wollen einen gerechten Konsumentenschutz. Wir wollen wieder, dass die hohen Preise, die hohen Zinsen und die hohen Steuern nicht zum Tragen kommen. Die können wir mit dem derzeitigen Produkt nicht bekämpfen. Ein letzter Punkt, und der ist mir wichtig. 5 Millionen Euro ist dieser Regierung der Konsumentenschutz wert in Zeiten der Teuerung. 5 Millionen Euro. Und Herr Bundesminister, ich muss schon zum Denken geben, wir haben eine Digitalisierung, wir haben einen grünen Wandel, wir haben eine Teuerung, das geht sich doch nie aus. Und gleichzeitig macht die Bundesregierung aber Folgendes, wie man es angeschaut, ein Rechnungshofbericht zum Jahr 2020-21 und da gibt es nachweislich eine Überförderung von AMA-Förderungen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe über 1000 und zu Privatzimmervermietungen von 966. Und diese Überförderung von diesen 2 Jahren beträgt, hören Sie genau zu, 5,2 Millionen Euro. Das heißt, die 5,2 Millionen Euro Überförderung in diesen Bereichen macht mehr aus wie der gesamte Konsumentenschutz. Ist das Ihre Politik? Unsere ist es nicht. Und wenn ich dann noch weiß, aus der Budgetrede, die der Finanzminister heute gemacht hat, dass zukünftig 10 Milliarden Euro von den Konsumentinnen und Konsumenten kommt. Und wenn ich das Verfassungsurteil zur Covagansau sehe, dann weiß ich, was los ist. Der Konsument und die Konsumentin in Österreich ist auf die Seite gestellt, die Konzerne sind vorne. Das ist aber nicht mit uns zu machen. Wir als SPÖ, gemeinsam mit all jenen, die gegen diese Politik ankämpfen, dass Konsumentenschutz nichts wert ist, werden zukünftig noch stärker bohren und wir werden auch die dicken Bretter bohren und wir werden versuchen, gemeinsam wiederum die Gerechtigkeit zurückzuholen, die wir brauchen und die Österreicherinnen und Österreicher brauchen. Danke sehr. Christian Dobritsch von der SPÖ sieht keine dauerhafte gesicherte Finanzierung des VKI. Das Ministerium habe 4 Jahre gebraucht, festzustellen, dass der VKI förderwillig sei.